Hallo, liebe Beauty-Freunde, hier ist eure Dr. Nicole David von der Praxis Kontur. Toll, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ich möchte ganz gerne fragen, wer von euch weiß etwas zum Thema Filler und zwar speziell zum Thema Eigenfett, zum Fillen. Bleibt dran, gleich mehr darüber. Ich möchte heute was erzählen zu dem spannenden Thema Auffüllen von schlaffen Gesichtszügen, von müd aussehender Haut, von Volumenverlust im Gesicht mit Eigenfett. Das klingt doch toll, oder? Das heißt, man braucht kein Fremdmaterial, sondern man entnimmt irgendwo, wo vielleicht kleine Pölsterchen sind, nimmt man schmerzarm bis schmerzfrei Eigenfett. Das wird kurz aufgearbeitet in sogenanntes Nanofett und wird dann auch nach vorheriger Betäubung schmerzbefreit dorthin gespritzt, mit einer stumpfen Kanüle natürlich, weil das ist wesentlich atraumatischer, wird dorthin gespritzt, wo wir diesen Glow im Gesicht wollen, wo wir möchten, dass die Haut nicht mehr grau aussieht, nicht mehr fahl aussieht, wo wir Fältchen mitglätten, aber auch einen Volumenverlust ausgleichen. Das heißt, abgesackte Gesichtszüge, Konturverlust, Falten, statische Falten, all das können wir damit ganz natürlich für dich wieder in ein positives Gesamtbild des Gesichtes zurückführen. Und es hält tatsächlich bis zu 3 Jahre. Das gefällt mir eigentlich an dieser Methode so gut. Und deswegen Frage an euch, wer hat Erfahrungen mit Eigenfett? Schon mal ausprobiert? Also ich habe es auch gerne gemacht, um zum Beispiel kleine Narben zu kletten oder um Unregelmäßigkeiten im Bereich einer sogenannten Sektionnarbe, also Kaiserschnittnarbe auszugleichen. Man kann so vieles damit machen. Aber das Hauptargument ist und bleibt natürlich, ein Gesicht zu verjüngen, seine Strahlkraft ihm zurückzugeben und das Gesicht sozusagen nicht operativ zu liften. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis bald.